Hallo und herzlich willkommen zurück in der Bahn, neue Folge von Mario Kart 8 mit dem lieben Dalukat. Hallo. Mit dem lieben Nefers. Hallo. Und wir haben mit dem Neuen dabei, oder? Ja, die Sunny. Die Sunny, die ist auch da. Die gesagt, oh, ich will mal, okay, ist gut. So, ist genau, das hat sie gefragt. Und wir spielen Mario Kart 8. Sunny, weißt du die Steuerung? Kannst du schalten? Das ist ein Schaltding. Das haben wir uns dazu gekauft, in der Wii U, so ein Schaltding. Jetzt wo du sagst, das habe ich am Anfang vermisst, dass man Automatik und manuell umstellen kann. Ja, aber es ist ja jetzt immer manuell. Das ist ja das Driften. Ja, eben. Die funktionieren mit einem Rasenmäher, diese Motoren wahrscheinlich. Oh, die Musik, die ist so schön. Mein Lieblingslied. Wo da vorne fährt Lemmy oder Larry. Aber es ist ein Schwede dabei. Oh nein, Sunny. Kapuzenwurm fährt auch in den. Ja, sei, bitte schweig mich mal an. Gut? Ja, wirf erstmal einen. Oh, der wirft den nach hinten. Er hat nichts getroffen, natürlich. Echt? Ja, echt? Hast du den Wurm jetzt losgeworfen? Weil dann schieße ich dich jetzt ab. Nein, ich hab nicht losgeworfen. Also doch, ich wusste nicht, dass du. Oh! Du Bücher. Oh. Haben wir da vorhin der ist Stur. Der ist Stur, gell? Der arme Stur. Der arme Stur. Wie viele Pilze hast du noch, Kapuze? Ja, ich hab noch einen. War ich nicht. Es war Stur, weil du ihn so fertig gemacht hast. Ich hab gar nichts überholt. So, jetzt geht's aber los. So, wo ist dieser Nefias? Kilometer weit vorne. Ach, hau ab mit den roten Dingern, Mann! Wie viel hast du denn noch? Hau ab! Ich hab 2x3 bekommen. Echt? Ein Kilometer weit vorne habe ich gehört. Der ist ja genau vorne. Ja, wenn du mich mit deinen drei Cheat-Panzern da abschießt, ey. Ja, der Dalu hat ja den Select-Knopf umbenannt und drückt einfach drauf und kriegt drei Panzer drin. Ja, das ist der Hex-Knopf, ey. Ich kann mir aussuchen, welches Item. Genau. Nefias, zweiter ist auch nicht schlecht. Meinst du? Ja. Oh, versucht das riskant, ey. Was für riskant, ey. Alles gekonnt. Hat ihm aber nichts gemacht, komischerweise. Sunny, wo bist du? Vor Kapuzenwurm. Ja, jetzt nicht mehr. Weil dieser Penner-Stur, der hat mir dreimal einen Panzer aufgeschossen. Der mag mich nicht, weil ich ihn einmal. Jetzt habe ich hier noch meinen Bumerang. Habe ich gesagt, komm her, da, du Penner. Du schwedischer Affe. Und dann ist... unglaublich. Na, Nefers, wirst du ihn werfen oder bist du vor das Ziel aufheben? Weiß ich noch nicht, warum? Was hast du denn? Ja, weil bis vom. Ich hab genau dasselbe. Das Problem ist nämlich, wenn du es bis vors Ziel aufhältst, werf ich ihn genau an der Ziel, dass du gar nicht schießen kannst. Hab ich echt geblendet. Mit meiner Octopus-Tinte. Oh, nee, fährt! Ah, hängt da hinten dran. Die Runde ist. Es gibt eh vier Runden, oder? Ja. Du hast noch eine Chance. Fahr noch eine Runde, Kapuze. Gibt vier. Das warst du. Oh Mann, schon wieder. Der kleine Stur. Ja, du spielst den falschen Charakter einfach. Jetzt fängt Kapuze auch damit an. Das ist eindeutig so. Das war beim Dalu letztes auch so. Aber ich find's blöd. Ich glaube, das lag beim letzten Mal an den Trash Talk, den wir abgehalten haben. Der kommt ja wieder, das ist ja oh, der erste. Oh, jetzt ist hier voll. Da sind sie alle. Ja, jetzt sind sie da, schau. Du wusstest, dass ein Mädel bei uns mitspielt, wutsch, kommen sie alle. So, was habt ihr gebaut? Guck mal, wir haben wieder einen Player dabei. Viele haben sich aber auch um dich gestellt wegen dem rosanen Pulli. Das kann sein. Und jetzt gehen sie wieder weg. Jetzt sehen sie, oh, das ist kein Mädchen, geh weg. So. Wir haben auch so einen Professor dabei. Oder so einen Pädophilen. So, ich zeig dir meinen echten Hasentyp. Aus Hokkaido. Genau. Der hat sogar die undurchsichtige Brille an, ey. Der kommt aus Japan. Hat eine Röntgenbrille an. Ja. 2800. Wahnsinn. Schon hoch? Der Herr. Da. Ah. Da, du bist du hast die lila Reifen. Machen die wirklich so einen Unterschied? Ja. Was haben die für... Alles gut. Oh, wer war das? Halt einfach, ich war das. Die sind halt echt super zum Steuern. Also du hast voll viel Handling damit. Und die sind das relativ schnell. Und da war ich schon wieder Letzter. Und du merkst auch Es geht so schnell. Ja, mit den Reifen auf jeden Fall. Das ist Mario Kart, du bist gleich wieder Erster. Ohne Mist. Ja, nicht,
In 8 leider nicht so gut wie in anderen, ne? Ein Kapuzenwurm fährt genau durch die Würfel durch. Ja, ne, ich hab einen Griff. Ja, das sieht man ja, beim Multiplayer nie so. Ne, manchmal nicht, also wenn's so... Also da geht da, das... Wir hat eine Panzer geworfen, wer war das? Ey. Mario! Warum ich? Ey, oh! Erstmal ein Grüner, ich hab's dann genau gesehen. Bombe, ich hab's genau roter, gesehen. Dann mit dem Stern gerammt. Jetzt alles berechtigt. Und nochmal ein Roter. Alles berechtigt, alles berechtigt. Ich bin immer... Jetzt fahr ich erst wieder los, nachdem ich abgeschossen wurde. Alles berechtigt. Jetzt bin ich hier bei Kapuze. Ja, ja, stell euch mal vor, wie weit hinten das ist. Wie gefällt's dir? Ich wollte gerade... Was, Jag? Ich erwähne, dass du zu spät gekommen bist in der Aufnahme. Ja. Es tut mir auch unglaublich leid. Wenn man muss mal festhalten, dass Dalu uns um 10 Uhr hierher ordert. Und meine Oma versetzt hat. Das ist einmal im Monat essen meine Oma Nudeln und das wäre heute. Wer das ist echt kein Scherz, Dalu. Das mit der Oma meint ja, der Ernst. Es tut mir wirklich leid. Ich werde war ja auch keine Angst. Ja, sag ihr das bitte. Ja. Okay. Der Dalu. Der hat echt nicht leid. Wir gehen nämlich zum Vapiano. Ich mag's voll gern. Ich bin außerhalb der Map geflogen, über die Leitplanke. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich habe einen Goomba getötet, das wollte ich nicht. Ja, jetzt hast du es gemacht und jetzt ist er traurig. Ja. Der Tode. Die anderen sind traurig. Wow, fuck, ich bin runtergefallen. Wow, jetzt kann ich nicht so schwer. Da ist Kapuze. Ja, Gott sei Dank, das ist ja wohl das Mindeste. Du bist so evil. Du bist so evil. Ach, Blitz, ey. Ach, komm schon. Ja, der Sechste hat den bekommen. Der fährt gerade vor mir. Der weg, Finne, ja. Ey. Der Finne. Ja. Oh, da ist der Typ aus Hokkaido. Jetzt werde ich Vierter. Ja. Also das Ding ist, ich bin Zehnter und ich weine. Ich war echt schon mal viel besser. Weinen ist nicht gut. Ah, da ist Schneefias! Ah, das kann ich vermuten. Ach, komm nicht. Jetzt ehrlich, ich bin Neunter. Zehnter. Yeah. Hey, jawohl, Sunny, das ist gut. Besser als Kapuze, besser als Kapuze. Zweistellig, da muss man sich Gedanken drüber machen. Ja, ehrlich, sag das nicht zu laut. Zweistellig bei einem Zwei-Spieler-Race, das wäre traurig. Gibt's ja wirklich nicht. Ja, die Map, die Chakren haben nicht gestimmt. Ich war beim Nudelessen im Kopf. Weißt du, ich hab's verstanden. Ja. Nee, magst du, Vapiano kennt sie alle? Ja, ich kenn's. Das hört sich an wie eine Pizzeria aus Italien. Vapiano gibt's ja auch in Dortmund, hallo. Wie findet ihr Vapiano? Ja, ich war noch nie drin, aber ich kenne den Laden. Achso. Lecker. Ist das eine Pizzeria oder nicht? Es gibt Italiener, Pizzeria, ne? Was ist das? Mehr Nudeln. Es ist mehr Nudeln. Ja. Aber, es ist halt schon sehr gut, aber es ist halt schon überteuert. Es ist schon sehr teuer, finde ich. Also, du, wenn du was zum Trinken und zum Essen gehst, mit einem Zehner raus. Also, ohne einen Zehner raus. Ja. Ist schon teuer. Genau. Yoshi. Jetzt fahren wir wieder die Yoshi-Strecke. Und was zum Trinken. Das ist die Yoshi-Strecke. Boah, ich hab voll Hunger. Ich freue mich schon. Aber ich hätte auch gern gegrilltes. Wie schaut's bei euch aus mit Essen? Ja, meinst du jetzt gleich, was wir essen oder was? Ja, hättet ihr jetzt gerne etwas zu essen oder nicht? Immer. Kapuze, immer. Auf der, weißt du, was ich voll nett finde? Vom Dalu? Was dass denn? Er gesagt hat, dass er mich auf der Gamescom, dass er mir mal Frühstück macht. Das finde ich Frühstück, so nett. Ja. Frühstück wird ja wohl nicht passen. War da nicht eine Milch drin oder so? Was? Nein, das finde ich so nett, dass ich gesagt habe, der macht ein Butterbrot. Das ist echt ein Butterbrot. Ja, schön Butterbrot. Mit Liebe lecker belegt. Ja. Aua, Bumerang, ey. Eine nette Geste. Ja. Oh, wer schießt denn mit dem Bumerang rum, ey? Boah, Dritter! Das kann doch nicht sein! Das ist so unfair! Wer war das? Ich bin dafür, wer einmal abgeschossen wird, kriegt ein Schild, ey. So eine Invisible-Time, ne? Hast du noch eine bekommen, oder was? Ja, ich war Erster und bin jetzt Siebter, nachdem ich wieder ein paar Mal abgeschossen wurde. Wer war das? Ich sehe ihn schon und jetzt kann er nicht wieder haben. Das war der Nebis, glaube ich. Nee, der war das nicht. Jetzt liegt da noch Banane ab, aber nicht für mich, ey. Nicht für, und da kommt noch ein Bumerang. Wer schießt denn hier die ganze Zeit? Der Typ mit dem Bumerang hat auch was gegen mich. Der hat dreimal den Bumerang auf mich geschossen. Boah, das klappt. Der Neffe ist es von mir. Die Australier wieder. Knabe.
Sind die eigentlich schon raus aus der WM? Sind die deswegen sauer? Wer? Australien. Wir waren nicht mal dabei. Ich wollte sagen, waren die überhaupt dabei? Nein, Australien doch, glaube ich schon, aber Österreich doch nicht. Nein, wir haben gegen Schweden verloren. Aber die Was, ihr wart da? Ihr wart dabei? Nee, wir waren nicht dabei, aber die Schweden waren dabei. Wow, wo kommt denn der her? Das, dieser Stew war zum Beispiel, der hat Disco uns bei der... Stew, ja. Uns bei der, oh, der Stew, das ist immer noch mein Feind. Wenn immer nach Schweden kommt, dann klopfe ich bei den anderen und sag, blöd, Mann. So, jetzt komm, ich letzte Runde, du musst mich mal reißen hier. Oh. Ja, Mann. Ich hatte gerade einen Powerpilz bekommen und werd direkt geblitzt. Du, ich hatte meine Hupe, ich hab meine Hupe verloren. Doch, oh, da kommen zwei Kugel-Willis. Gemeinsame Sache machen sie. Was? Ich zwei Stück fliegen hier rum, ey. Die Australier wieder zusammengearbeitet. Dreck. Wow. Das war das du. Siehst du es gesehen? Mit der Bombe? Ja, das war das du. Ich mag den Mund nicht. Komm her, kleine Mann. Das war's, ich bin raus. Australien spielt hier zusammen. Ganz ja, da fährt der Dave weiter nach dem Bob um. Okay, jetzt habe ich einen Powerpilz. Meine einzige Chance. Nein. Ich habe ihn im Rückspiegel nur ankommen sehen, ey. Den Stur? Nee, den Dalu. Dalu. Du konntest auch gegen die Australier nichts machen, ey. Na. Die haben zusammengespielt, gemeinsame Sache. Der Player, weißt du, Player. Sunny gerät immer ins Mittelfeld und wird abgeschossen. Der Player ist doch, wenn er wo mitspielt, oder? Ja, genau, Australier halt. Ach so, ja, stimmt. Ja. Das böse Mittelfeld, da muss man raus. Ja, was nehmen wir? Also ich nehme den Regenbogen Boulevard. Nee. So, und jetzt sage ich noch, hallo? Grüß dich mal, oh, der Pedro hat dich Ah, jetzt hat er endlich geantwortet. Hallo, Kapuzenbub. Der ist bestimmt erst 10 Jahre alt. Ja, er kommt mir auch nicht zu. Ey. Das hast du ihm nicht. Hätte ich sagen müssen, das war ein... Das war ein Spaß. Genau. Oh, nee, fürs deine Map. Ja. Wie fühlt man sich da? Wundergeil. Ja? Du hast aber auch wieder weitergespielt, oder, Nefias? Ja, ein paar Rennen. Ja, traurig. Traurig. Boah. Das Training außerhalb der Aufnahme. Ja, ey, ich will ja irgendwann mal auch hier den goldenen Gleiter haben, ne? Ich muss ja Münzen sammeln. Natürlich. Ist der gut? Oder ist er einfach nur gold? Golden, ne? Ah, der Nefias hat die goldenen Reifen. Ja, das goldene Kart habe ich auch, ne? Damit kann ich ja nicht fahren. Ja, aber warum hast du die goldenen Reifen? Sind die gut? Geisterfahrer, bla, sieht einfach nur golden aus. Na, weil warum nimmt er nicht die Lila, wenn die Weil am Gold besten... selten ist. Gold. Manchmal muss man auch auf Styler. Ja, eben. So. Verstehe. Ich fahre schon einen Fahrer, den jeder fährt, dann muss ich auch mal Reifen nehmen, die noch nicht jeder hat. Ja, natürlich. Oh, der Aal. Da habe ich immer Angst. Ist das der von Super Mario 64? Ja, ich glaube nicht, dass der noch einen Auftritt hat, aber bestimmt sein Bruder oder so. Ja, der hat sicher einen Namen. Oh, ich finde das geil. Jetzt ändert wieder die Musik. Oh, jetzt fliege ich runter. Geil, das ist echt. Das ist echt geil. Dass du runterfällst, ist echt geil, ja. Nee, Fjord. Oh, die Musik ist noch so ab da vorne. Ich hab nix dafür. Der Nefias kann das nicht. Die Japaner fahren alle Bowser. Ich weiß nicht warum. Bowser gehört auch zu den Fetten. Weil die Japaner alle leicht sind. Ja, nein, die Fetten sind halt... Die rammen halt super, ne? Auch, nee, Rosalina gehört ja auch dazu. Aua. Ja, das ist voll die Beleidigung. Ein Mädchen, hübsch ist auch noch dazu. Oh, sie ist fett, gibt's zu. Nein! Sie steht in der Tabelle bei Wario und Paul. Das ist ein Traum. Wenn sie das weiß, wird sie gut freuen. Nein! Runtergefallen. Ach, jetzt wert mir den Platz, dann ist er. Nee, Fjord. Oh. Alter! Okay. Und das war's. Jetzt wurde ich geblitzt und abgeschossen und alles. Führerschein weg, alles ist da weg, ey. Angehalten von den Bullen. Die Todpolizei. Kann man Tod eigentlich spielen? Nein. Ja, natürlich. Tod ist dabei. Der fährt doch immer mal mit hier. Ja, aber mir ist gar nicht so aufgefallen. Ich frage mich, wie die immer weiterfahren können, ohne einen Pilz zu bekommen, wenn sie getroffen werden. Dann wurden sie nicht getroffen. Ach so, okay. Dann ist das ein Anzeigefehler. Geil. Ich bin der 8. 9. Das ist super.
Wie, der Kapuzenwurm ist vor mir? Das geht ja nicht. Nee, das geht echt nicht. Das ist immer so, das ist immer so. Ich bin auch immer so. So war es und so. Ich habe ihn da überholt. Ey, jetzt werde ich schon wieder an den Röhren. Die Röhre hat mich. Ja, hat er dich runtergeschubst, der Digga. Ja. Diese Röhre gerade hat mir keinen Boost gegeben und ich bin abgrund gefallen und bin dann nochmal wieder ganz. Bitte recht, weil du nicht an das Gute in mir geglaubt hast. Nee, nee, ich bin aber schon wieder Zweiter. Ich weiß ja nicht, was ihr alle gemacht habt. Vierte Dalu, pass auf! Oh nein, da war eine Rode. Ah, der hat ihn in der Luft abgeschossen! Ab, dieser Penner! Schon wieder, ja, ich bin kein Was ist das dritte oder das vierte Rennen jetzt? Das war das vierte. Glaube vierte, ja. Vierte, wenn es zu drei waren, ist auch nicht schlimm. Achter, das kann's nicht sein! Schade, Fanny, einen Platz noch, dann hättest du ihn. Ja, ich klebte einen Kapuzenwurms Hinterrad. Ja. So. Das war's dann. Wir sehen uns in den nächsten vier Rennen wieder. Ja, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.